Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kasper und ich werden zu Superhelden. Es wird auf jeden Fall heute echt richtig verrückt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt. Dreht einmal gerade so euer Handy, drückt auf die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey, Kasper! Was geht ab, Roxo? Was guckst du da im Fernsehen? Ich dachte mir so ein bisschen Roblox-Neuigkeiten, denn hast du gehört, was heute passiert ist? Was denn? Heute, ja, wurde dem Superheld der Stadt Dr. Evil die Superkraft geklaut. Weißt du, was das heißt? Was ja, denn? Denn die Stadt kann jetzt nicht mehr beschützt werden. Oh nein, das ist nicht gut, aber Kasper. Weißt du, ja, das ist gar nicht gut. Und weißt du, was aber das Gute daran ist? Dass wir ein bisschen was von der Superkraft bekommen haben und jetzt sozusagen Dr. Evil aufhalten müssen, ja? Wir müssen ihn aufhalten mit unserer Superkraft, die wir jetzt bekommen haben. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang. Let's go. Ja, wir würden, ja, komm, wir gehen jetzt mal ganz schnell hier durch. Oh, okay, wo sind wir? Hä? Irgend so ein Reihenhaus hier, ne? Irgendwie ja, so ist halt echt irgendwie so ein Haus oder sowas. Jetzt können wir, glaube ich, hier durch. Können wir hier durchgehen? So, ah, doch nicht. Wir müssen hier runter, wir müssen hier runter. Ich riech das. Ich glaube, wir müssen hier rechts. Dr. Evil! Ah, okay, Dr. Evil, wo bist du? Komm raus. Okay, pass auf, hier sind irgendwie so komische Ekelpfützen. Ja. Also Fabis Ekelpfützen hier anscheinend am Start. Die sind echt ekel, okay. Also richtige Ekelpfützen hier am Start. So. Ja. Oh nein, oh! Oh, noch mehr! Das ist ja wie bei Fabi im Haus. Zeig mal, wie cool. Alter, guck mal, hier ist alles unter Wasser. Das erinnert mich an irgendein. Wir können jetzt aber ganz kurz hier ein bisschen weiterlaufen, denn wir können jetzt rüberspringen. Kaspar, ujo. Oh, ujo, Jasper. Boah. Ja, okay, also viel von Superheldenkraft habe ich noch nicht. Oh, wir können auch gar nicht mehr zurückgehen jetzt. Okay. Oh, doch können wir, aber da wäre nicht so schlau. Okay, warte mal, hier sagt er was. Wir haben jetzt seine Power. Und zwar Super Speed. Ach so. Da haben wir jetzt alles bekommen anscheinend. Also so sollen wir jetzt quasi durch die Stadt durchgehen, Kaspar. Cool. Und dann sollen wir auch aufpassen, dass wir keine Blöcke berühren. Oh, pass auf. Ich dachte eigentlich, ich kann mein Fahrrad hier nehmen. Hey. Hey. Yeah. Was ist hier? Yeah. Yo. Wie cool ist denn das? Bist du auch so schnell? Lol. Das ist richtig, ich bin richtig schnell. Aber bloß kein Auto berühren, ne? Bloß kein Auto berühren. Nee, ganz ruhig. Wow. Pass auf. Ja. Wow. Alter, du bist aber auch mutig, ne? Wow. Also heute bist du der Loco Broxo. Ey, wenn wir jetzt hier drauf gehen, muss man so lange wieder laufen. Oh, ja, stimmt. Noch ein Stückchen hier vorbei. Oh, ja, ich bin auch mal ein bisschen schneller. Joink. Okay, wo jetzt? Achtung. Oh, das war knapp. Alter. jetzt rechts, jetzt rechts. Jetzt rechts. Ey, wenn man... Das ist alles nach vorne, Mann. Es hat ihn erwischt. Direkt vom Ziel. Ja, er ist direkt vom Ziel draufgegangen, ey. Also vor diesem Rennziel. Nein. Hä? Och nein, die Polizei hat die Straße blockiert, Kasper. Okay. Oh. Aber wie sollen wir es denn jetzt schaffen? Und die glauben hier einfach nicht, dass der Captain Blocks ist ohne seine Superkräfte. Ach so, ja, weil er schwach ist. Okay, aber was können wir denn dagegen denn machen? Da gehst du einfach in den Keller oder was ist das hier für ein Gruselkeller? Wir sind jetzt hier gerade bei der U-Bahn. Sieht cool aus? Lol, wie cool. Sieht gerade die U-Bahn, cool, ja? Aus. Okay, wir können jetzt aber probieren. Wollen wir mal ganz kurz hier durch die ganzen Koffer vorsichtig durchschlängeln? Aber pass auf, ich glaube, mit denen ist was irgendwie, ne? Mit den Koffern. Okay, hier erstmal lang balancieren, so. Und ja, oh ja, jetzt sind die Koffer sehr gut. Geschafft. Wir müssen jetzt hier durch den Lüftungsschacht, Kaspar. Und hier durch, schön hier. Oh, ein Labyrinth am Start, dann teilen wir uns auf. Ich gehe hier rechts. Okay, ich teile mich auch. Und oh nein, ich bin in eine doppelte Sackgasse gelaufen. Sieht sehr gut aus bei mir, sieht sehr, sehr gut aus bei mir. Ich hab dich doch gerade gesehen. Hier ist richtig. Ja, sehr, sehr gut. Sieht ja sehr, sehr gut aus. Und dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier lang laufen, so. Nein, ich hab hier den Ausweg schon. Ich bin raus. Ja, ich bin raus. Ich sag, wie es ist. Okay, ich guck mal. Ja, ich bin raus und Checkpoint. Ah, okay, Broxo, dann komm ich bin schon. Jetzt auch raus. Sehr, da sehr ist gut. Er ja endlich. Da kommt er ja endlich. Hallo. Na, siehste. Ich bin wieder da. Hallo. Sehr gut. Komm. Wir müssen hier direkt weiter. Okay, wir müssen anscheinend direkt weiter. Und jetzt müssen wir hier irgendwie Papierkram ausfüllen? Oder müssen wir den Knopf? Der Knopf. Hey, drück mal den Knopf. Nein, ich habe ihn gedrückt. Oh mein Gott. Ich auch. Oh die Tür Gott, geht auf. Warte mal, wir müssen jetzt schnell rein in die U-Bahn. Schnell in die U-Bahn. Abfahrt! Oh, Abfahrt! Juhu. Mit der U-Bahn, yeah! Alter! Alter, die wurden richtig rumgeschaut, die hat sich anscheinend nicht angeschnallt. Die hat voll weggefetzt in der U-Bahn, Alter. Okay. Sag mal, okay, dann, pass auf, wir dürfen hier anscheinend nicht den Boden berühren, ne? Irgendwie? Och, pass auf, oben auf die Kabel.
Aua, die hat mich direkt reingeschubst. Die hat geschubst, ne? Da habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Soll so, das. Pass bloß auf mit den Kabel oben, ne? Wenn du die berührst. Oh, stimmt. Dann, Okay. Und guckt ihn nur ein bisschen, Mr. Duck. Mr. Duck? Okay. Alles klar, da kommen wir immer ein bisschen weiter. Oh, pass auf, was ist denn hier? Die Boxen hier um sich herum. Mit den Jojos, Alter. Lol. Oh. Warte mal. Okay, und nächsten auch noch. Und alle geschafft. Okay, warte, ich muss jetzt kurz. Es geht direkt weiter hier. Hey, er stoppt. Er hat in der Luft gestoppt. Und ich gehe auch weiter. Ja. Na, wo bin ich? Oh, wir sind im nächsten Abteil, ne? Was ist denn hier? Guck mal, hier ist so ausgelaufenes Essen. Wie ausgelaufenes Essen? Stimmt, ich sehe das. Lol. Hier, die Flasche. Ja, du hast recht. Der Burger. Okay, pass auf. Was ist dein Lieblingsburger? Magst du Cheeseburger? Ich muss sagen, ja. Cheeseburger ist auf jeden Fall mein Lieblingsburger. Ich finde, es gibt nichts Besseres als Cheeseburger. Und guck mal hier. Wir müssen hier durch irgendwie... Durchs Urgestein oder was? Du bist hier. Was ist das? Alter, das sieht aus, als wären wir jetzt hier gerade. Das ist eine verkehrte Welt hier. Was? Die verkehrte Welt. Die Kanalisation. Wow. Das ist hier die So. Oh. Okay. Okay, aber lauf vorsichtig rüber, ne? Du musst auf jeden Fall ganz vorsichtig rüber. Pass auf, das ist das schon so kontaminiert, dieses Rohr. Das darfst du nicht berühren, ne? Okay, ich hab's nicht berührt. Okay, bin aber noch gar nicht draufgegangen, muss ich sagen. Also Ach stimmt, sehr schön. Oh ja, also vorsichtig. Okay, nicht schlecht. Auf jeden Fall aufpassen. Oh Gott, nein. Guck mal die ganzen Sachen jetzt hier an. Die Säurenröhren. Oh nein, da hab ich direkt berührt. Oh, jetzt aber muss ich laufen. Okay, jetzt muss ich wieder warten. Du hast wieder ein Glück, ne? Du hast wieder ein Glück. Okay, und jetzt den hier. Ja. Ja. Jetzt den hier und... Na komm schon, hör auf, hör auf, hör auf. Ja, den haben wir auch sehr schön, komm. Jetzt können wir hier und hochklettern. Ey, du hast dich vorgedrängelt oder sowas. Wie ging das überhaupt? Ich gar nicht, ich bin über dich rübergesprungen. Guck mal, das Ding ist, jetzt müssen wir anscheinend noch 8 verschiedene... Seiten finden. Ah, okay, hier sehe ich eine. Die sind jetzt anscheinend überall versteckt. Also wir haben jetzt einmal, du hast jetzt schon hier eine gefunden, genau. Wir müssen die irgendwo hinbringen, glaube ich, oder? Er sagt, wir müssen quasi die zur Polizei bringen. So, hier ist ja die Polizei. Und die müssen wir jetzt quasi erstmal befüllen mit diesen Seiten. Ach so. Hier ist einfach noch eine Seite. Okay, hier ist auch noch eine Seite. So, sehr gut. So, ich habe sogar jetzt schon 2 von 8. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe erst eine geholt. Und zweite habe ich jetzt am Start. Alles gut. Hier ist auch noch eine. Hier, so. Ich glaube, da ist wahrscheinlich noch eine richtig, richtig gut versteckt. Ne? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Haus oder so. Guck mal, wir müssen 8 Stück finden. Das dauert schon ein bisschen. Das ist nicht mal eben so. Eine Kleinigkeit, kann man auf jeden Fall sagen. Ein bisschen dauert das schon. So, dann hier auf jeden Fall nochmal eine Seite nehmen. Oh, ich sehe dich. So, okay, dann haben wir nochmal... Ich habe schon die Hälfte jetzt geschafft. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe auch gerade... Ich glaube, ich bin hier irgendwie ein bisschen... Ich glaube, ich hänge hier fest. Wie, du hängst da fest? Ich hänge da fest, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich hänge hier einfach fest. Was? Da musst du mal respawnen, glaube ich. Hey, ist ja voll verrückt. Was soll denn das hier? Ich kann nicht zurücksetzen. Oh, nee. Wie? Also, er hat sich rausgeglitscht. Okay, alles gut. Sehr gut, sehr gut. Ich konnte rausrutschen. Moment mal. Alles gut. Okay, warte mal, ich muss jetzt noch 3 Seiten finden, aber ich sehe nur noch eine, die noch übrig geblieben ist. Es war so klar. So ich weiß, glaube ich, wo die letzte ist. Ne? Ich glaube auch in dieser Tür, ne, wo es aufgegangen ist. Ja. Also ich habe jetzt das hier, pass auf, und Nummer 7. Ich finde, du solltest noch warten mit der Tür. Ich muss nämlich auch noch ein bisschen. Ja, nur weil du festhängst. Ja, was kann ich denn dafür, dass ich festhänge? So, das war leider noch am Spiel. Ganz entspannt. Ah, aus dem Weg jetzt hier. Ich geh durch die Tür, hau rein, Kasper. Ach, sag mal. Ja, ich hab mir nämlich hier die letzte Seite gestammt. Ich werde sie vor dir abgeben. Ha, so, schnell wieder zurückgehen, Freunde. Nix wirst du. Und jetzt? Nix wirst du. Und Polizei, der... Ja, oh, was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Okay, das ist jetzt anscheinend Story-Ende oder so. Oh Gott, nein, ich musste noch weitergehen an den Büchern so vorbei. Okay, was? Komm. Okay, komm. Wir müssen schnell laufen, Kaspar. Wir müssen ganz schnell laufen. Schnell hier weg. Irgendwas ist hier passiert oder so. Oha. Guck mal hier. Wir müssen jetzt hier weiter durchlaufen und sowas. Wir sind ganz nah auf. Das ist ein böser Plan. Okay. Das ist Dr. Evils böser Plan. Wir müssen schnell durch seinen bösen Plan durch. Aus dem Weg jetzt hier. Alle aus dem Weg. Lass dich nicht mehr davon berühren. Der Plan ist ganz böse. Du musst auf jeden Fall auch echt aufpassen, ne? Ich glaube, jetzt wird es richtig knapp von der Zeit. Oh, hier, das ist Captain Blocks. Und ey, was ist jetzt passiert? Captain Blocks ist gut. Oh nein.
Nein, 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 wir werden... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, der Hubschrauber, er rettet uns? Oder wie kann ich das verstehen? Der hat uns abgeholt, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das schnell... Wir müssen schnell zur Polizei laufen. Wir werden festgenommen. Nein, wir sind im Gefängnis. Och, was? Nö. Wir müssen eine von unseren Fähigkeiten einsetzen, um die Balken auseinanderzulegen. Okay, ja, Alter. Ich bin super stark, Kaspar, ich bin super stark. Alter, wie hast du denn das gemacht? Tja, das weiß ich auch noch auf jeden Fall nicht. So, jetzt haben wir hier anscheinend nochmal... Hä? Den müssen wir hypnotisieren. Wie hast du das gemacht? Du bist ja richtig stark. Hast du es noch nicht rausgeschafft? Ja. Nee, ich hab's noch nicht ganz. Ich muss hier, glaube ich, noch ein bisschen... Ja, jetzt! Jetzt, okay, schnell, komm durch, Kaspar, du musst aus dem Gefängnis ausbrechen. Was ist das für ein Ekelgefängnis? Ja, so richtig Ekelgefängnis. Wir müssen jetzt echt nur ausbrechen. Ich bin immer noch nicht einmal draufgegangen, ne? Ich muss sagen, das ist schon echt krass, ne? Du bist auch eine Maschine, diese Runde, muss ich sagen. Guck mal hier, ein bisschen Kaffee. Das stört mich nicht, ne? Das stört mich nicht, muss ich sagen. Heißer Kaffee ist... Ja, der Kaffee ist nicht schlecht. Und jetzt hier! Ja, das Helikopter! Schnell! Schnell mit dem wegfliegen! Okay, wir sollen den nehmen, weil Dr. Evil müssen ihm hinterherfliegen. Oh nein, 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 nein. Guck dir mal hier. Was soll denn das hier? So. Die ist anscheinend richtig heftig beschützt hier. Guck dir das mal an. Das ist sein Palast. Das ist echt sein Palast. Dr. Evil. Oh, die schießen. Pass auf, die Polizisten schießen. Jetzt. Lauf schnell. Oh mein Gott, wir wurden fast. Wir müssen durch die Lüftung. Hier schnell. Durch die Kanalisation laufen, Kaspar. Ganz, ganz flott. Sehr schnell. So. Okay, hier Säure wieder. Naja, das kennen wir doch schon. Über die können wir auf jeden Fall ganz entspannt rüberspringen. Das ist auf jeden Fall alles ganz entspannt. Ey, das ist schon wieder vorgedrängelt. Schon wieder bin ich über dir raus. Ich glaub's ja nicht, dass du dich vorgedrängelt hast. Sag so, jetzt sind wir schon mal hier drin. Oh, jetzt sind wir hier drin bei Dr. Evil, ne? Oh ja. Uiuiuiui. Und anscheinend müssen wir einen Knopf finden, um die Tür zu öffnen oder so. Ich gehe mal... Ja, hier, ich hab ihn. Ich hab ihn, Kaspar. Sehr gut, sehr gut. So. Drück drauf. Oh, die Tür wird geöffnet. Ich muss auch noch mal drauf drücken, glaube ich. Und ich bin drin in der Tür. Oh, der hat dir so Teppiche und sowas. Ich bin auch drin, sehr schön. Das ist ja voll verrückt. So, guck mal. Ja, was sind das für Teppiche hier? Ja, die sehen auf jeden Fall echt komisch aus. Aber anscheinend ist Dr. Evil jetzt irgendwo hier. Er wartet uns schon, Kaspar. Die Tür ist aber irgendwie verschlossen. Wir müssen jetzt hier... wir müssen das richtige Buch drücken. Wie das richtige Buch? Das ist ja ein richtiges Rätselspiel hier. Also ich muss jetzt hier auf jedes Buch einmal draufklicken, oder was? Hier. Ich habe auf alle einmal draufgedrückt. Das ist bestimmt nicht in diesem Raum, das Buch. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwo anders ist. Ich hab's gefunden. So. Echt? Ja, hier das Gelbe oder so. Das Gelbe war das, glaube ich. Jetzt habe ich einmal den Knopf gedrückt und jetzt haben wir gerade mal einen Knopf richtig. Und hier ist noch ein Lüftungsschacht, wo man reingehen kann. War das Gelbe unten oder oben? Ah! Oh mein Gott! Ich habe noch einen Knopf gedrückt. Hä, war das Gelbe unten oder oben? Ah, das Gelbe war unten. Das Gelbe war unten. Ich habe jetzt schon zwei Knöpfe richtig. Es fehlt nur noch eine Sache. Und der ist hier oben versteckt. Ah, ich habe den Knopf, Kaspar. Ich habe ihn. Nein, warte noch auf mich. Ich habe das noch nicht. Ich habe noch nicht mal das gelbe Buch. Echt nicht? Nee, das aktiviert bei mir nicht. Also bei mir ist es nicht. Ich weiß auch nicht, welcher Knopf das sein soll. Da geht wohl nichts anderes außer das hier. Also. Ja, Boxer, dann mach mal fertig da dein Rätsel. Dein Rätsel. Da bist du ja endlich. Yeah. Okay, und oh, wir müssen jetzt auch noch hier durchgehen, Alter. Durch das Sicherheitssystem vom Knast. So. Oh Mann. So. Oh. So, oh mein Gott. Oh, oh Gott. Oh mein Gott, der ist kurz hängen geblieben. Das war richtig knapp. Das haben wir. So. Und jetzt hier schnell übers Minenfeld. So, wir können auf jeden Fall jetzt aber hier durch. Ja, ich komm, Kaspar, ich komme. Ja, schnell zum Helikopter. Jetzt entkommen wir. Ja, wir haben's. Wir sind entkommen. Sehr schön. Das soll es auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und check eins in meinem Video aus. Einfach draufklicken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.